Hallo liebe FC Bayern-Fans, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Ja, in dem Video heute schauen wir uns den neuen FC Bayern mit ihrem neuen Trainer Kompany nochmal genauer an. Das heißt, wir schauen uns eine eventuelle neue Aufstellung von Kompany an mit den alten Spielern, aber auch eine Aufstellung mit den eventuell noch kommenden neuen Transfers und neuen Bayern-Spieler. Ja, wie gesagt, zwei Taktiken. Einmal die alte Bayern-Taktik mit den jetzt schon neuen Spielern, aber auch eine neue Taktik unter Kompany, vielleicht noch mit den neuen Spielern, die ja da noch kommen sollen. Schauen wir uns aber auch nochmal an, die eventuell Transfergerüchte. Ja, De Ligt immer noch bei Manchester United natürlich im Gespräch. United hat jetzt einen Talentspieler für die Innenverteidigung gekauft. Da muss man jetzt schauen, was mit De Ligt noch wird. Aber ich gehe davon aus, Manchester United will gerade nur den Preis drücken. Von Bayern München verlangt ja so zwischen 50 Millionen Euro plus Boni. Und da möchte Manchester United den Preis, denke ich mal, nur drücken. Aber ich gehe davon aus, dass De Ligt auf jeden Fall wechseln wird. Ob okay zu Manchester United, das weiß ich nicht. Aber man darf nicht vergessen, bis Ende August ist das Transferfenster geöffnet. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch Kingsley Coman. Kingsley Coman soll den FC Bayern ja auch eigentlich verlassen. PSG ist da schon konkreter auch in Verhandlung mit Coman. Vorher hatte man ja schon gehört, dass auch Barcelona mit Flick den neuen deutschen Trainer auch Coman eventuell verpflichten möchte. Ja, Bayern möchte natürlich schon zwischen 50 und 60 Millionen Euro Ablöse für Coman. Da bin ich dann mal doch gespannt, wo man sich dann einigen wird. Jetzt hat man auch gehört, dass man eventuell Xavi vom PSG mit Coman tauschen könnte, möchte und dann halt eventuell eine geringere Ablöse für Xavi nächstes Jahr bezahlen möchte. Da bin ich mal gespannt, wo Coman im Endeffekt hinwechseln wird. Ja, dann gibt es natürlich auch noch Jonathan Tah von Leverkusen. Ist ja jetzt lange nichts mehr passiert. Man hat nicht mehr viel gehört von dem Transfer von Tah zum FC Bayern. Davon gehe ich aber auch aus. Liegt daran, dass De Ligt noch nicht wirklich transferiert wurde. Und ich denke mal, sobald De Ligt verkauft wird, wird man auch umgehend ein, zwei Tage später den Transfer von Tah zum FC Bayern München perfekt machen. Ich denke mal, da laufen genug Sachen im Hintergrund. Ja, und dann, klar, Xavi Simons, das Thema beim FC Bayern. Bayern München will Xavi Simons auf jeden Fall verpflichten. Am besten, klar, wie man hört, jetzt erst per Laie, dann aber mit einer Kaufoption. Jetzt hat man gehört, Bayern würde 90 Millionen Euro dann nächstes Jahr bieten für die Verpflichtung von Xavi. Da bin ich mal gespannt, wo man sich dann beim Preis einigt. Ich denke mal, RB Leipzig, da geht er nicht zurück. Er hat mittlerweile eine Stufe erreicht. Für größere Vereine, sage ich mal, wie ein FC Bayern, PSG, klar, Real oder Barcelona, Manchester City, aber ich denke mal, zu Leipzig wird er nicht zurückgehen. Ja, und dann der zweite Transfer, der noch offen ist. Ja, Doué, da hat Bayern ja über 35 Millionen Euro geboten beim ersten Gebot. Man hat wohl auch schon ein zweites Gebot abgegeben. Jetzt hört man, PSG bietet damit 40 Millionen plus 10 Millionen Boni, hat man wohl geboten von Paris-Seite aus. Jetzt bin ich da mal gespannt, ob Bayern Doué wirklich verpflichten will, weil da muss man dann schon um die 45 bis 50 Millionen Euro bieten. Und da sollte Bayern dann doch überlegen, ist es dann der Spieler wert? Bin ich mal gespannt. Klar, Doué, ein super Talent, 19 Jahre links außen, offensives Mittelfeld, sogar zentrales Mittelfeld kann er spielen. Ein vielseitiger Spieler, klar kann man ihn holen. Irgendwo muss man dann aber auch schauen, was den Preis angeht. So, liebe Fußballfreunde, jetzt schauen wir uns die mögliche Aufstellung an mit den Spielern, die der FC Bayern bereits gekauft hat. Und da würde ich sagen, so mit der alten Bayern-Aufstellung fangen wir mal an. Ja, Neuer natürlich im Tor. Dann habe ich Dyer natürlich in der Innenverteidigung. Dyer hat eine super Saison letztes Jahr gespielt. Dann als zweiten Innenverteidiger ja Kim. Upamecano hat man gehört, will Kompany auch wieder aufbauen. Nur bei Upamecano weiß ich nicht, was seine Fehler angeht, ob er die auch in der Zukunft komplett fast abstellen kann. Da bin ich mir nicht so sicher. Und natürlich hat man auch noch Stanisic, das die Leihende von Leverkusen, auch wieder im Kader. Und Stanisic kann ja Innenverteidiger spielen, wie er es bei Leverkusen gezeigt hat. Könnte aber auch Rechtsverteidiger spielen. Ja, linke Verteidigerseite, Alphonso Davies. Wenn er bleibt, bin ich mal gespannt. Bis jetzt hört man da auch nicht mehr viel, dass er geht. Klar, vielleicht schon abgesprochen mit Real, dass er nächstes Jahr kostenfrei geht. Bin ich mal gespannt.
eigentlich ein super Spieler, aber auch die letzten 2 Jahre hat er da nicht mehr viel Potenzial rausgeholt. Wenn Kompany ihn wieder aufbauen kann, wäre Davis für mich auf der linken Verteidigerposition gesetzt. Da hat man natürlich auch noch Guerrero in der Hinterhand. Auch er kann linker Verteidiger spielen, zentrales Mittelfeld spielen oder auch natürlich jetzt in Neuverpflichtung Eto'o vom VfB Stuttgart in Verteidigung, aber auch Linksverteidiger kann Eto'o spielen. Ja, Rechtsverteidiger bin ich mal gespannt, wenn Kompany und Kimmich sich unterhalten werden, wo Kimmich dann spielen wird, wenn er bleiben wird. Ich denke mal, Kimmich wird beim FC Bayern bleiben. Kimmich Rechtsverteidigerposition in der alten Bayern-Aufstellung wäre auf jeden Fall gesetzt. Schnelligkeit hat er zwar so nicht, aber er kann die schnellen Spiele auch mit seinem taktischen Verhalten sehr, sehr gut bedrängen. So, dann Masauri, auch Rechtsverteidiger, hat auch sehr gut gespielt. Dann hat man noch Boué. Kompany und Boué verstehen sich wohl ganz gut und Kompany hält sehr viel von Boué. Vielleicht ist das auch nochmal ein Neuanfang für Boué als Rechtsverteidiger beim FC Bayern München. Und dann hätte man auch in der Hintern Stanisic, der ja auch Rechtsverteidiger spielen kann. Dann natürlich als Sechser Palinha. Endlich haben wir Bayern den Sechser, die Holding Six, die schon, muss man ehrlich sagen, seit 2-3 Jahren fehlt. Defensiv hat man jetzt einen neuen Spieler, der da alles abräumen kann. Und da haben dann andere Spieler vielleicht wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, was die Offensive angeht. Klar, Leimer könnte das auch spielen. Pavlovic könnte auch Sechser spielen, was er sehr, sehr gut letztes Jahr gemacht hat, Pavlovic. Dann habe ich aber Pavlovic hier im Zentralmittelfeld reingesetzt, auch als Stammspieler, weil er super Elemente mit ins Spiel reinbringt. Er ist jung und dafür hat er letztes Jahr schon eine überragende Saison beim FC Bayern gespielt. Und als Reserve Goretzka, da muss man halt auch gucken, was mit Goretzka passiert. Man darf nicht vergessen, das Transferfenster ist noch bis Ende August offen. Da kann also noch sehr, sehr viel passieren. Wichtig beim FC Bayern, man hat jetzt schon mal 3 sehr gute Spieler frühzeitig verpflichten können. So, dann geht's weiter. Dann schauen wir uns jetzt die Offensive an. Da habe ich dann auf der linken Seite Sané gesetzt. Schaut man sich seine Statistik an von Sané, hat er mehr Spiele über links außen in seiner Karriere gemacht und auch sehr erfolgreich. Klar, Ersatz Gnabry auch. Eigentlich auch ein Spieler, den ich immer super gefunden habe beim FC Bayern. Er hat letztes Jahr mal Pech gehabt mit Verletzungen. Davor die ganzen Saisons war er aber fit. Also Gnabry, bin ich mal gespannt, ob das Gerücht mit England stimmt, ob da eventuell jemand geboten hat, bin ich mal gespannt. Gnabry könnte man eigentlich behalten. Er ist für mich einer der torgefährlichsten Linksaußen europaweit. So hat man natürlich auch noch Mathys Tel in der Hinterhand, ein Supertalent. Der wird sich auch noch entwickeln. Und mal gespannt, was Kompany mit Tel machen wird. Natürlich an Saragossa, quasi auch noch ein Neuzugang. Ibrahimovic jetzt aus der Laie zurückgekommen. Da denkt man auch, dass er nächste Saison groß rauskommen kann. Bin ich mal gespannt. Und Vidovic als Talent hätte man links außen auch noch. Rechts außen natürlich Olise, da bin ich sehr gespannt, wie er spielen wird. Man muss natürlich jetzt noch abwarten. Er wird wohl bei der Olympiade für Frankreich spielen. Wird dann wahrscheinlich erst Ende Juli, muss man gucken, wie weit Frankreich kommt, oder halt erst Mitte August zum FC Bayern München wirklich kommen. Jetzt denkt man, dass er schon mal ein paar Tage mit beim Training machen wird, aber die Vorbereitung wird er dann meistens erstmal verpassen. Natürlich Gnabry, Sané können auch beide rechts außen spielen und natürlich das neue Megatalent, so gesehen, Iran Kunda, da bin ich auch mal gespannt. Rechts außen, sehr schnell, Technik, torgefährlich, ist natürlich aber erst 18 bzw. glaube ich 19 Jahre. Bin ich mal gespannt, was aus ihm wird. Und natürlich im Sturm gesetzt Harry Kane. Da bin ich mal gespannt. Bayern immer noch müsste da für mich auch noch einen Stürmer nachlegen. Jetzt hört man wieder, was ich schon mal vor 4-5 Wochen sagte. Embolo aus der Schweizer Nationalspieler ist wieder im Gespräch. Bayern braucht auf jeden Fall noch einen zweiten Stürmer à la Choupo-Moting in der Hinterhand, falls mal Kane eine Pause braucht oder schlimmsten Fall verletzt wäre. Tell kann es auch spielen und natürlich auch Thomas Müller. Im offensiven Mittelfeld natürlich gesetzt Jamal Musiala. Er könnte natürlich alle Positionen im offensiven Mittelfeld spielen, links außen, rechts außen. Aber ich denke mal, das offensive Mittelfeld ist für ihn und für den Bayern mit das Beste, weil man hat natürlich auf den Links- und Rechtsaußenspieler auch sehr gute Spieler. Thomas Müller könnte auch offensives Mittelfeld spielen. Das wäre so die normale Bayern-Taktik mit aber den 9 Spielern, die man bis jetzt schon verpflichten konnte. Jetzt schauen wir uns eventuell eine neue Taktik an, die eventuell Kompany auch spielen lassen könnte. Da wäre ich mal gespannt, ob er sich das trauen würde. Neue Spieler,
Neuer Verein, neue Taktik ist immer ein Risiko. Aber schauen wir uns mal die mögliche neue Aufstellung an. Da wäre da zum Beispiel Tah mit in der Verteidigung, Dyer natürlich auch und für mich immer noch auch Kim gesetzt. Dann in der Hinterhand hätte man natürlich Ito, Stanisic, Upamecano und im Tor natürlich Manuel Neuer. Palinia natürlich auch gesetzt als Sechser, Pavlovic wäre da, dann mit Reserve und eventuell, wie gesagt, das Gespräch Kompany Kimmich kommt ja noch, eventuell Kimmich mit im zentralen Mittelfeld wäre natürlich auch eine optimale Position für Kimmich mit seinen Pässen, Chipbällen. Er ist natürlich schon ein Denker und Lenker, also das wäre schon auch jetzt, weil man den Sechser hat, eine sehr gute Position für Joshua Kimmich. Dann hätte man Leimer und Goretzka natürlich noch in der Hinterhand. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal die Offensive an. Sie würde ein bisschen anders aussehen. Da habe ich dann links, ich sage jetzt nicht defensiv, vielleicht sage jetzt nicht Linksverteidiger, ein Schienenspieler, Davis, klar, hat man eh schon gesehen bei ihm, er ist hoch und runter gelaufen. Das wäre natürlich schon optimal, weil dann könnte man im offensiven Mittelfeld zwei Spieler spielen lassen, wenn man mit dieser Taktik spielen lassen würde. Ist auch eine sehr gute Taktik gegen Mannschaften, die sehr tief stehen oder halt Beton hinten anruhen. Da hätte man in der Offensive ein, zwei Spieler mehr. Und auf der rechten Seite Olise, da müsste man gucken, ob er das spielen könnte. Hoch und runter mal schauen. Gnabry, Stanisic und Boe könnten das eventuell auch spielen. So, dann haben wir natürlich dann die zwei offensive Mittelfeldspieler. Natürlich Jamal Musiala auf jeden Fall und dann Xabi Simons. Das wäre natürlich eine Offensive, somit die beste in Europa. Dann in Europa muss man sagen, weltweit. Das wäre eine mega Offensive für den FC Bayern München. Ja, und dann, ja klar, Jamal Musiala, Sané, Gnabry, Saragossa, eventuell auch Doué, die könnten dort auch alle mitspielen oder auch Olise anstatt Simmons. Und das wird sich natürlich dann spielerisch im Spiel aufteilen. Musiala mehr dann über links außen, Xavi auch vielleicht dann rechts. Man hätte eine ganz andere Offensive, viel mehr Möglichkeiten, wenn man mit dieser Taktik spielen lassen würde. Klar, im Sturm Kane würde sich nicht viel ändern. Tell bzw. Müller als Ersatz. Also das wäre schon eine Aufstellung, gerade für tiefstehende Mannschaften, wo ich mir schon öfters immer in der Vergangenheit gedacht habe, wenn man mit einem 4-4-2 spielt oder so, ja, dann nimmt doch einen Abwehrspieler raus und bringt einen Mittelfeldspieler oder einen Offensive mit rein, dass man vorne dann viel mehr taktische Möglichkeiten hat, diese tiefstehenden Mannschaften, sage ich mal, zu verwirren oder auseinanderzunehmen, weil hat man zu wenig Offensivspieler vorne, dann werden die Bälle hin und her gespielt, aber irgendwo fehlt dann der Spieler, der vielleicht in die Spitze laufen könnte oder mehr über links oder rechts außen kommen könnte. Und mit dieser Taktik hätte man vorne viel mehr variable Möglichkeiten. Also da bin ich mal gespannt, wie Kompany, wenn alle Spieler da sind, so die meisten Spieler kommen Ende Juli, wie er dann wirklich taktisch aufstellen lassen wird und auch in den Testspielen spielen lassen wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, liebe Fußballfreunde, das war jetzt so meine Analyse, eventuell wie Kompany mit den neuen FC Bayern, sage ich mal, und den neuen Spieler spielen lassen könnte 2024-25. Ja, wie würdest du deinen FC Bayern aufstellen? Welche Spieler würdest du noch holen? Glaubst du, dass Bayern mit der Mannschaft, wenn sie so kommen würde, Champions League Favorit wäre für nächstes Jahr? Schreib das alles in die Kommentare. Hat's dir Spaß gemacht? Danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Also dann, viel Spaß noch. Tschüss.